Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Quern, zu Undying Swords. Ja, wir haben jetzt in der letzten Folge die Geschichte von dieser Gamona gehört, welches Schicksal ihr Volk erreicht hat sozusagen. Ja, alles nur aus Machtgründen. Hat eigentlich ein Volk in den Untergang geführt. Ja, und das könnte dem Professor auch passiert sein, dass er auch irgendwie leicht übergeschnappt ist, weil Macht verdirbt den Charakter. Ganz einfach. Ja, wir sollten jetzt wieder zurückgehen an den Anfang. Was war denn sonst noch das letzte Mal? Ich habe schon wieder vergessen. Mensch, das war doch jetzt gerade erst kurz. Ja, was haben wir denn da noch gemacht? Naja, egal. Ihr habt es ja gesehen, wenn ihr das geguckt habt. Wir haben genau das Unterwasserversteck des Professors haben wir noch gefunden, wo er gesagt hat, er hat es gebaut, aber wir wissen es nicht. Also wie will er das allein gebaut haben? Und er redet von ewigen Zeiten schon, wie er da hier verbracht hat. Also wie lange lebt der Typ da schon? Und na gut, auf der Insel hier altert man ja angeblich nicht. Aber naja, da müsste ja schon steinalt sein im Prinzip, ne? So. Ja, jetzt ist wieder hier rüber. Now you must continue following his guidance. I will help you get back on his path. Ja, ist aber lieb von dir. He was the first person who found this island after we left. And you must be the last person to ever be here. Okay, ich soll der Letzte sein, der die Insel jemals betritt. Ja, jetzt laufen wir hier wieder einfach durch die Luft. Auf irgendeinen unsichtbaren Weg hier. Ja, und hier unten geht's noch weiter. Schau euch das an, da ist noch eine Etage weiter unten. Und wow. Was für ein Riesenkomplex ist das hier, ey. Alter Schlawitzki. So, jetzt hat sie uns wieder auf seinen Weg zurückgeführt, ja. Na du. You have to go alone now. But soon we will meet again. Echt? Jetzt muss ich allein weiter. Ich habe aber Angst allein. Rechter Tunnel. Ja. Ja, linker und rechter Tunnel. Ja, ist ja ganz klar. So, was haben wir hier? Aha, da wieder eine Optik. Da leuchtet es durch. Da ist ein grüner Kristall. Ja, das schaut mir ganz schwer nach einem Teleport-Dings aus. So, was ist das hier? Okay, der funktioniert natürlich nicht. Hat kein Port. Ist das hier? Was ist denn das hier? Hä? Oh. Ist das irgendeine Art Katapult oder was hier? Eine Seilbahn? Ja, ich kann hier spannen. Okay. Bonk. Tatsächlich, das ist eine Seilbahn. Da kann ich Sachen hochtransportieren. Wahrscheinlich muss ich den Teleportkristall hochschicken. Hä? Ja, wenn es nicht klappt, dann ist er weg, oder? Es wird schon funktionieren, also. Oder wollen wir jetzt den roten hier reinschmeißen? Einfach mal testweise. Hui. Ja, nichts passiert. Okay. Nee, wahrscheinlich muss man den da oben in Position bringen, den Kristall als Gegenpol. Also kann da nichts passieren. Das ist nur dann oben das Ende. So, grüner Kristall ran. Und hier. Spannend. Kann man es auch jetzt schon loslassen? Nee, das ist nur der Zurückholer, ne? So, das wird jetzt dann schnapp. Jawohl, und schon ist er aktiviert, der Teleporter. Ja, ganz easy. Also dann, Handfläche drauf und gut ist. Den Kristall nehme ich natürlich wieder mit. Man weiß ja nie. So, weiter geht's. Da ist eine Tür. Aha, okay, und wie geht die auf? Indem ich den Knopf drücke. Alles klar, also ich habe jetzt gedacht, es wären noch zwei andere Knöpfe. Untere Mechanik. Das sind ja interessante Lampen. Oh Gott. Ja, da erinnere ich mich jetzt noch so ein bisschen dran. Das war ein bisschen auch nervig, der Raum hier. Gut. Was haben wir hier? Ein Prisma. Da wird einfach Licht durch das Prisma gebrochen und dann gibt es hier den Regenbogen, den man ja eigentlich kennt, ne? Ja. Was ist das hier noch? Spielereien, da ist wieder ein Brief.
Dies sind die unteren Ebenen der Mechanik. Hier entdeckte ich, dass man die Eigenschaften der verschiedenen Minerale durch eine Streuung des Energiestrahls des weißen Kristalls nutzbar machen konnte. Die Knappheit der Kristallmaterialien stellte kein Hindernis mehr für meine Arbeit dar. Mit diesem Wissen konnte ich sogar grüne Kristallstrahlen isolieren, also genau die gleichen Energiestrahlen, den auch die antike Portale verwenden. Okay. Vielleicht gibt es also eine Verbindung zwischen dieser Welt und dem Ursprung der antiken Portale. Da mir die unerträgliche Einsamkeit hier so langsam zu schaffen machte, konzentrierte ich mich immer stärker auf meine Arbeit. Vincit omnia veritas. Die Wahrheit hält niemand auf. Also Veritas, das kennt ich. Weil es gibt auch den Spruch mit dem Wein, im Wein liegt die Wahrheit oder so ähnlich. In Virtus Veritas, so ähnlich irgendwas heißt es, glaube ich. Wie gesagt, ich bin kein Latein-Experte, ich habe das nie gelernt. Hier ist ein Gang, da geht's nach oben. Ja, an eine Tür, die noch zu ist. Toll. Immer diese zuenden Türen, ich hasse zuenden Türen. Da kriege ich Zustände. So, dann gucken wir mal hier rum. Erst hier ist ein Rondell. Und hier, aha, da ist ein Tresor, ein Safe. Ja, rechts, links, vor, zurück. Können wir hier drehen wahrscheinlich. Brauchen die Kombination natürlich. Und da oben ist eine Steuerung. So, was ist das hier? Warte mal. Warte mal, könnte das hier unterhalb von diesem Teleskop jetzt sein? Ja, hier sind nämlich diese Wände hier, die kennen wir doch. Die müssen wir jetzt erst wieder hier verdrehen wahrscheinlich, dass wir hier rein können. Hm, ja, mal gucken. So, ha, oh Jesus, na, was ist denn das hier? Minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 2. Moment mal. Warum zweimal die 2? Das müsste doch eine 3 sein, oder? So artig hier, Minus und dann Vorwärtsgang hier. Ja, okay, starten. Wir können hier was einstellen. Hier können wir was auch immer machen. Ich weiß es nicht. Zurücksetzen. Starten. Was ist das hier? Ja, das sind Schubhebel. Nee. Da gibt es weiß und orange. Also wahrscheinlich irgendwelche Ebenen. Warte mal. Ah. Das Weiße ist auf A, das Blaue wollte ich schon sagen. Das Gelbe ist jetzt auf B oder Orangen halt hier. Und C ist noch so ein Halteplatz anscheinend. So, und hier können wir wahrscheinlich nichts machen, okay. Hm, oh nee, das ist ja komplizierter wie das andere. Da konnten wir wenigstens direkt drehen. Warte mal, müssen wir jetzt hier eine Zahlenkombination eingeben? Oder was? Was, lass uns mal was anderes probieren. Wir machen mal folgendes. Ich möchte es hier mal probieren. Also ich möchte jetzt mal das A nach C fahren. Okay, das heißt, das Weiße ist ausgewählt hier mit dem Hebel hier. Also das ist der Wahlhebel. Das nach C. Ja, nach C. Dann müsste es eigentlich passen. Gib ihm. Aha, da kommt jetzt der eine Raum hier. Da ist eine Treppe. Und das Ding hier, das was jetzt hier steht, das können wir doch jetzt nach oben fahren, oder? Gelb. Nach A. Ohne Umwege einfach nach A. So, ja, da haut das Ding ab hier. So. Und jetzt können wir den Raum mal hier runterfahren. Einfach mal so, weil es geht. Weiß nach B. Da kommt er. Ja, das ist die Wendeltreppe hier. Jetzt können wir aber das andere Objekt nicht direkt hier oben drauf setzen. Das geht leider nicht. Das geht ja nur in diese Ruheposition. So, jetzt lass uns doch mal hier gucken, ob wir hier noch irgendwas machen können. Ja, das ist tatsächlich hier das eine Teil hier von oben. Vom Observatorium. Ja, aber mit dem Teil können wir nichts anfangen hier mehr, ne? Das ist tot hier alles. Hm. Okay. Tja, aber irgendwas muss damit noch sein, hä?
1. Naja, gut, wir können das hier mal eigentlich irgendwo hinschieben. Auf die Warteposition einfach so. Ich denke mal, dass wir nämlich mit dem Gelben was machen müssen hier. So, das Weiß ist gewählt. Auf die Parkposition C bitte. Zack. Und dann hole ich das A wieder runter hier. Spielspeicherung? Huh? Warum speichern? Was ist jetzt passiert? Ist da jetzt das Tor oben aufgegangen? Tatsächlich. Das Tor ist aufgegangen. Das andere, wenn wir das hierher tun würden, das uns bringt jetzt nichts, weil immer die Wände noch falsch haben. Die müssen wir erst konfigurieren, deswegen müssen wir es dann runterfahren. So, jetzt haben wir das hier, aber hier macht es ja auch nichts, ne? Ja, vielleicht können wir ja. Ah ne, das geht auch nicht. Die Treppe. Damte, 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 dam. Ja, endet hier an der Decke. So, und ansonsten können wir hier. Moment mal, was ist denn das hier? Ein Greifarm. Factorial ist grüßen, yeah. So, da ist aber so ein Zahnrad oder was drin. So, was ist das hier? Aha, ausfahren. Vielleicht kann ich jetzt das Zahnrad aus dem Greifer holen. Ja, gib mal her. Ja. Ist ja lustig. So, jetzt haben wir ein Zahnrad. So, was haben wir hier? Warte mal, das könnte aber auch so eine Walze hier sein, ne? Hier fehlt was. Ja, das ist eine Walze, okay. Und das ist jetzt in der Mitte, die bleibt jetzt hier einfach kleben. Ist magnetisch. Gut. Das hätten wir schon mal. Wir brauchen aber noch mehrere solche Rädchen hier. Gut, das war jetzt sehr einfach. Ja, dann lass uns jetzt mal gucken, dass wir das andere hier wieder in Gang kriegen. Wir brauchen jetzt das Gelbe. Wollen das auf Position B haben. Ja, das wird dann hier unten eingerastet und arretiert und dann kann man da die Sachen verstellen. Interessante Mechanik. Ah, seht ihr, das ist jetzt eigentlich hier angesprungen, hier wieder. So, aber ich weiß noch nicht mal genau, was der Schieberegler hier macht. Konnte ich hier die Zahl reingeben? Ja, ich muss jetzt wahrscheinlich gucken. Ich bin mir aber nicht 100% sicher, welche Wand hier wohin geht. Da haben wir jetzt auch wieder 1 und 2. Das sind wahrscheinlich die Ausgänge. Ja, wir können einfach nur mal probieren. Ich mache mal minus 3. Ah, Moment. Kann man das gleich mal probieren? Nee, ne? Ah, das ändert sich jetzt hier. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel, da muss ich jetzt dann gucken. Ich weiß jetzt nicht, welche Richtung wo ist, ob das links rum dann ist oder rechts. Ich mache hier mal minus 1. Vielleicht, na, wobei, das geht hier 1 weiter. Aber das muss man in der Kombination sehen wieder. Das ist wieder ganz tricky hier. Und das hier, püh. Plus 1. Oder gar nicht drehen, das geht ja auch. Und der hier, ja, ja, gut, das ist natürlich falsch, wahrscheinlich das erste Mal. Jetzt können wir starten. Oh, Zufall. Ich habe per Zufall die Zahlen richtig eingestellt. Also, ich habe das jetzt wirklich nicht gedacht. Ich habe jetzt einmal irgendwelche Zahlen genommen. Warte mal, aber das ist jetzt ein Problem. Der Raum hier ist hier zu. Das ist blöd. So, dann habe ich eine neue Idee. Können wir das jetzt vielleicht oben auf die Parkposition hauen, dass wir vielleicht von da aus reinkommen in die in den Raum? Warte mal, wir wollen das Weiße auf Position A geben. So, dann fahr mal. So, und jetzt das Gelbe auf die Position B. Ja, nee, Quatsch, es ist schon auf B. Position C natürlich.
Ja, da drehen sich sogar die Zahnräder noch hier. Ja, hier kommen wir jetzt rein. Ja, willkommen wieder im Raum, aber jetzt sind wir hier an dem Kasten, wo wir nichts machen konnten. Oh ne, ich ahne Schreckliches. Wir müssen den Kasten erstmal irgendwie aufkriegen und dann wieder hier öffnen. Da können wir ja nichts mehr machen, ne? Ja. Die Klappe habe ich doch damals zugemacht. Geht es eigentlich hier noch? Ne. Das Trötenspiel geht nimmer. Schade. Gut, dann machen wir mal Folgendes. Hier gehen wir nach unten. Halt, stopp. Das war nix. Wir müssen jetzt wieder in Ausgangsposition nach unten fahren. Also, gelb auf Position B. Ja, und dann schreibe ich mir gleich mal, ich hoffe, ja, die Zahlen sind jetzt wieder weg, oder? Nee, tatsächlich nicht. Die schreibe ich mir jetzt erstmal auf, damit ich sie nachher nicht mehr. Ich könnte jetzt auch eine Skizze davon machen, aber das ist mir jetzt dann umständlich. Also minus 3, minus 1, 1 und 2. Dann kann ich das nachher gleich nochmal so einstellen, wenn ich die Einstellung wieder brauche. Ja, jetzt ist man natürlich gucken. Jetzt könnte man sagen, naja, spiegelbildlich immer die Zahlen jetzt einfach durcheinander bringen. Ja, jetzt muss ich natürlich sehen. Jetzt könnte ich zurücksetzen machen. Dann wäre alles weg. Aber hier kann ich nicht draus schließen, wie ich die Zahlen jetzt einstellen müsste. Theoretisch müsste jetzt der hier minus 2 zum Bleistift. Wir können es mal probieren. Halt, das war falsch. Ich mache hier mal eine 0 rein oder was hatte ich da? Eine 2. So, ich mache hier mal eine minus 2 rein. Oder ich könnte auch eine plus 2 nehmen, weil minus 2 habe ich nicht so oft. Wobei. Ja, machen wir eine 2. 1, 2, dann wären wir da. So, der nächste ist hier. Tja, der müsste auch um 2 sich bewegen, ne? Stehen bleiben kann er ja nicht, weil, aber Moment mal. Das ist der. Ich muss jetzt gucken. Ja, da ist nämlich ein Kreis dabei. Der bewegt sich ja mit. Warte mal, da machen wir auch mal minus 2 jetzt. So, jetzt machen wir weiter. Der hier. Wenn wir hier mal 0 machen, das könnte doch auch okay sein, oder? Aber da müssen wir hier 2 reingeben. Ja, lassen wir hier die 2. Es wird nicht funktionieren, also. Es wird überhaupt so nicht funktionieren. Ich habe da schon irgendwie die Ahnung. Naja, gut, starten. Hallo? Ach, man muss wahrscheinlich jetzt zurücksetzen hier. Starten. Okay, das passt mal überhaupt nicht. Das war so klar. Da muss man so um die Ecke denken. Da tut mir das Hirn gleich wieder weh. Der hier ist der hier. Der ist einfach zu weit jetzt hier gegangen. Der müsste bei. Der hat jetzt 2, wenn ich da minus 3 mache. Machen mal Reset. Okay, dann bleibt er hier stehen. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Das müssen wir hier gucken. Das hat man aber auch irgendwo. Nee, das ist der erste, ne? Ja. Wenn der hier. Der kann aber nicht 0. Nee. Und 2, das wird das gleiche sein wie. Ja, ich habe ja schon 2. Warte mal, kann ich vielleicht. Dann machen wir hier mal eine 2 und machen hier eine minus 2. Das könnte schon einen kleinen Unterschied geben. Nee, das gibt das gleiche Ergebnis. Die 0 hier, wir bräuchten noch eine 0. Wobei, nee. Doch, schon eine 0. Wenn ich jetzt hier nämlich zum Beispiel eine minus 1 reinmache. Dann stehen wir nämlich hier. Ja, sehr schön. Toll, wirklich toll. Und der 1 bringt mir auch nichts, dann wären wir auf der anderen Seite. Machen wir hier mal.
Ja, die Null geht jetzt nicht, weil ich da die Null schnapp. Wenn ich hierfür, wenn ich da mal eine 2 reinmache und mache die Null hier vorne hin. Nee, das passt gar nicht. Die Null bringt mir hier gar nichts. Oder doch? Nee, doch, das stimmt ja schon, das hier, aber. Und das hier? Und das ist alles total verschoben. Wenn ich da eine minus 1 reinmache. Und, ja, komm, wir machen mal hier wieder die Null. Die war da gar nicht mal so verkehrt. Ah, der geht jetzt ja nicht, weil die blockiert ist. Machen wir hier die Null. Ich brauche noch eine Null, Mensch. Naja, nö, das ist Reset. Nein, so geht's auch nicht. Mist. Piep. Was hatten wir vorher? Minus 3. Ja gut, das hatten wir am Anfang. Das war. Oder warte mal, können wir da irgendwas invertieren? So, ich mache jetzt auch wieder einfach mal hier. Mach das mal 2 rein. Hier mache ich jetzt mal ein minus 1 rein. Geht jetzt nicht, weil ich die hier habe. Minus 1, hier können wir schon mal resetten. Hier mache ich, was mache ich hier rein? Eigentlich eine positive 1. Dann mache ich hierfür, was hatte ich da? Eine 2, da mache ich jetzt mal eine minus 2 rein. Dann mache ich hier die 1 rein. Okay. Nee, das führt zu nichts hier. Aber wir müssen das mal systematisch durchgehen. Also das hier steht jetzt so. Ja, und die drehen sich halt immer zusammen. Das ist das Problem. Nee, das verdreht einem das Gehirn schon gewaltig. Warte mal, der Kreis hier steht jetzt hier. Wird er nochmal von irgendwas bewegt? Der innere Kreis meine ich jetzt. Ja, der innere Kreis wird hier nochmal bewegt. Wenn er hier um 2 gedreht wird, dann steht er halt wieder weg, ne? Dann der äußere. Oh, Leute! Das ist wirklich jetzt hier. Das ist nicht so einfach wie das eine da, ja. Ich kann nur raten. So, machen wir mal so. Okay, jetzt haben wir das hier. Und dann müsste das hier noch eins runden. Mach mal hier mal. Ich glaube, hier war die Null gar nicht mal so schlecht. Okay, bis jetzt stimmt nur das eine hier unten. Machen wir hier mal eine 1 rein. Also, ich versuche es jetzt wirklich gar nicht hier großartig mit Logik zu ergründen. Ich will jetzt wahllos zahlen einfach mal. Oder machen wir hier mal minus 1 rein. Okay. Wie war das mit der minus 3 hier? Was hat man hier gerade? Eine 1? Machen wir nochmal Reset. Ja, ich hatte nicht gar nicht vorhin gedrückt. Okay, jetzt hat sich das eine gar nicht bewegt. Ja. Ja, aber das eine müssen wir doch auch irgendwie umkehren können. Wir hatten vorher minus 3, minus 1, 1 und 2. Wir hatten hier damals 2 stehen. Halt, ja, ist egal, welche 2. Und, nee, Quatsch, hier hat man eine 1 stehen. Ach, ich probiere es mal so. Ja, gut, war klar. Nee, hier hat man eine 1 stehen. Das war schon mal Fakt hier.
So, dann haben wir das nämlich hier so. Und jetzt müssen wir mal gucken. Ja, ich habe ja wirklich gedacht, ich mache das anhand von dem hier, dass ich hier jetzt die einfach um zwei drehe, aber ich kann das ja nicht, weil ich habe so viele Zahlen nicht. Und einer kann ja auch stehen bleiben, prinzipiell. Weil er dann eh bewegt wird. Bloß wen lasse ich stehen und wen drehe ich? Das ist die gute Frage. Dann mal da eine Null setzen hier. So, jetzt mach mal das Reset. Ja gut, das hat sich jetzt so gedreht, das ist nicht gut. Ja, da fehlt halt wirklich das eine noch eins rum. Also das darf nicht eine Null bleiben, beziehungsweise da muss nochmal weiter gedreht werden. Also eine Null ist ja ganz schlecht. Was hat man in minus 1? Ja, mal da eine minus 2 reinsetzen. Ja, da dreht sich's und dreht sich's. Wir hatten da eine minus 1. Theoretisch spreche ich bei einer minus 3, oder? Oder eine 2, eine positive 2, oder? Nee, das funktioniert auch nicht. Eine minus 1 hatten wir ja hier. Sonst ist ja keine Hilfe hier. Oder hier eigentlich die minus 3 müsste dann hier stehen. So, jetzt haben wir das, aber das müsste noch eins weiter. Aber da passt es ja nicht. Das ist. Also hier meine ich, dass eine Null hingehört. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich bin mir jetzt hundertprozentig sicher. So, okay. Vielleicht hier eine minus 1. Nee. Oder eine positive 2. Das Problem ist halt wirklich, dass die zwei Einen da, wo dann so abwechselnd hier sind, die Drehung, die kann ich jetzt im Hirn nicht nachvollziehen, wie die sein muss. Wenn ihr versteht, was ich meine. Die hier, diese komischen Vertreten hier. Minus 1. Nee, es führt zu nichts. Ich muss da mal ein bisschen rumtesten und wenn ich dann die Lösung habe, dann hole ich euch wieder dazu. Vielleicht der eine oder andere hat da so viel Logikverständnis im Kopf, dass er das so lösen kann, aber ich muss das jetzt ausprobieren. Das andere war auch ein Zufall, dass es zufällig gepasst hat. Wir haben ja auch nirgendwo einen Hinweis, wie wir es drehen müssen, ne? Ja. Gut, Leute, dann sage ich wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder recht herzlich gut gefallen, ja? Dann, ja, dann geht's beim nächsten Mal eben weiter. Schaltet einfach wieder ein. Tschüss, sagt euer Legolas.